Herzlich willkommen im Luxusleben der Schwestern Selina und Letizia. Und ja, so sieht's aus, wenn die 7- und 8-Jährigen mit Geschenken im Wert von über 30.000 Euro behangen werden. Doch dazu gleich mehr. Das Leben in Saus und Braus sind die Mädchen gewöhnt. Ihr Zuhause, eine Millionenvilla auf Mallorca. Hallo, das ist mein Haus. Wir zeigen euch, was wir hier alles haben. Was ist das für ein Auto? Ein Bentley. Das ist unser Teich. Da sind Fische, Schildkröten und Frösche drin. Das ist unser Meerblick. Sehr schön. Und das ist unser Pool. Hier spielen wir. Svetlana Nadel ist die Mutter von Selina und Letizia und ermöglicht den beiden alles, was man mit Geld kaufen kann. Versace. Ja, kennst du. Das ist jetzt vom Philipplein, die T-Shirt und Oberteil, ne? So. Svetlana hat es durch geschickte Immobilienspekulationen und eine Erbschaft zu mehreren Millionen gebracht. Vom Vater der Kinder lebt sie getrennt. Aber auch ihr neuer Lebensgefährte Davis Sagalia ist ein vermögender Geschäftsmann. Und irgendwie kriegen die Mädchen mit, dass in der Familie Geld eine Rolle spielt. Geld ist wichtig. Geld ist wichtig, um so zu leben, aber wo kommt es her? Von der Arbeit und von der Bank. Ob sie wissen, wie privilegiert sie wirklich sind? Ist euer Leben besonders im Vergleich zu anderen Kindern? Es ist besser. Besser als bei anderen Kindern? Ja. Die haben nicht so ein großes Haus und sie leben in einer kleinen Wohnung. Die haben keinen Pool, keinen Garten. Die haben nichts. Ist es ein besseres Leben in einem großen Haus? Ja, man hat einfach mehr. Aber der Nachteil ist, man verliert seine Sachen und findet sie nicht wieder. Gerade sind die Ferien auf der Luxusjacht vorbei. Da besuchen die Mädchen vor ein paar Tagen noch Disneyland. Und jetzt steht Selinas Mega-Kindergeburtstag an. Ist das nicht zu viel? Für mich ist es nie zu viel. 7 Jahre alt wird Selina. Die Party soll alle Kindergeburtstage ihrer Freunde übertreffen. Auf einer abgelegenen Luxusfinca trifft die Partyplanerin Christina von Hunius die letzten Vorbereitungen. Wir reden hier von einem wirklich großen Kindergeburtstag mit einem Budget von rund 25.000 Euro. Wir haben speziell für den 7. Geburtstag von der Selina eine große Finca in Exklusivität angemietet, um wirklich alles, was auch von der Kundin gewünscht war, entsprechend mit vielen kleinen Details umzusetzen. Zur gleichen Zeit reicht die Nanny Selina und ihrer Schwester das Party-Outfit. So, wunderbar. Dann ist es deine Kleid. Schon. Danke. Wie alles, was Svetlana ihren Kindern kauft, sind auch die Kleider etwas ganz Besonderes. Die Kleider, was Mädchen heute anhaben, das ist sehr spezielle Kleider, das Unicard, das ist wie Kinder of Couture und handgemacht natürlich. Und jede Kleid ist wert ungefähr 2.000 Euro. Svetlana, was trägst du? Meine Kleider ist von Dolce Gabbana. Und ich mag Paletten, Bling Bling, und Schuhe sind vom Jimmy Choo. Meine Schuhe kosten ungefähr 4.000 Euro und meine Kleid habe ich geschenkt vom Davis bekommen. Ich weiß nicht genau, wie viel das kostet, aber ich schätze 2.500. Ein Visagist stylt den beiden Mädchen ihre Wunschfrisuren, weil ein Fotograf wartet, der an solchen Tagen für die Familie fotografiert. Baby, gib mir den Champagner. Ja, please, Baby. Davis ist der Lebensgefährte, der in all dem Wahnsinn stets die Ruhe behält. Er ist Teil eines Haushalts geworden, in dem Überluxus normal ist. Baby, wir müssen jetzt losfahren. Hier auf Mallorca, das ist eine ganz andere Welt. Hier sehr viel verwöhnte Kinder eigentlich. Meine sind extrem verwöhnt, aber ich liebe meine Kinder über alles. Und ich möchte schenken für denen eine glückliche Kindheit. We are waiting for Selina and Letizia in Wonderland. Die Vorbereitung für die perfekte 25.000 Euro Party dauerte 1 Jahr. Aber es geht nicht los, denn Svetlana und ihre Kids suchen über eine Stunde lang die abgelegene Finca. Die ersten Gäste sind schon da, als Svetlana stinksauer ankommt. Mensch, Christina, das war jetzt so ein Stress. Mein Telefon hat jetzt geklingelt, auf Dauer. Ist wirklich, ist Leute. Na gut, ich möchte jetzt nicht mich aufregen weiter.
Und das ist ganz kleiner Weg, was geht da? Rein, ja, ja, weißt du, dann muss man irgendwie da eine mindestens Luftballon da machen, ja, in dieses Schild. Dann Leute sehen, wo die soll vor dir weg. Na, wie gesagt, ich fand's mit dieser Anfahrtbeschreibung super einfach, tut mir leid. Ich habe gedacht, ich bringe jemanden um. Ja, das geht gar nichts, weil es Geburtstag von meiner Tochter, ich muss der Erste sein eigentlich. Ich möchte mich nicht mehr aufregen, wir sind da. Das ist Geschenke für Kinder, ist ungefähr 30.000 wert, diese Uhren, was es da drin ist, bitte aufpassen. Das mache ja? Ich, das weißt du. In der Tüte befinden sich Luxusuhren für Svetlanas Kinder, dazu später mehr. Jetzt brauche ich eher Champagner. Während Svetlana die anderen vermögenden Eltern begrüßt, entdeckt Selina mit ihren Freundinnen die gedeckte Geburtstagstafel mit dem Motto Alice im Wunderland. Das Plastikbesteck ist sogar Gold. Das gefällt mir. Ist dein Leben jeden Tag wie im Wonderland? Ja. Es folgen die Geschenke. Von stylischen Rucksäcken über Spielzeug ist alles dabei. Sehr bedenklich, ein verpackter Hamster. Und dann bekommt Selina auch noch zwei Meerschweinchen. Wo sind bei diesem Kindergeburtstag die Limits, fragen wir uns. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen und versuchen uns in der Mitte zu treffen. Bist du da zurückhaltender? Für mich ist wichtig, dass die Kinder den Wert der Dinge kennen. Was denkst du darüber, wenn das jemand kritisch sieht? Jeder hat seine eigene Meinung über Leben. Und für mich ist das gar nicht so, Kinder werden überfordert. Kinder werden frei und glücklich hier. Und wie gesagt, die Tiere, was bekommt Selina jetzt im Geburtstag, muss sie danach versorgen. Ja, so. Allein der Tisch mit den Süßigkeiten hat fast 2000 Euro gekostet. Mit handgemachten und vergoldeten Popcakes und einer spektakulären Torte. Max ist ein Freund von Selina und entdeckt die abgefüllte Mini-Limonade. Luxus-Kindergeburtstage ist der Knaps gewohnt. Sie sind in diesen Kreisen üblich, sagt seine Mutter Julia Wagner. Hier auf Mallorca ist es, glaube ich, was heißt relativ normal. Man versucht sich ja auch immer hochzuschaukeln. Der eine zahlt irgendwie 20.000, der andere macht eine Geburtstagsparty, die kostet 30.000. Jeder versucht sich ein bisschen zu überbieten oder zu übertrumpfen, um das tollste Fest halt zu haben. Also es geht nicht nur um die Kinder, sondern man stellt sich gesellschaftlich auch dar. Also ich würde sagen, man stellt sich schon gesellschaftlich natürlich auch dar, weil je größer das Fest, umso größer zeigt man natürlich auch, was man ja auch an Kapital hat. Der Kindergeburtstag als Statussymbol, an dem auch die Erwachsenen ihren Spaß haben. Wie überfordert aber ist eine 7-Jährige bei einer 25.000-Euro-Party. Vom Buffet nimmt Selina bei all der Auswahl gerade mal ein Stück Huhn. Und beide Mädchen ziehen irgendwann ihre 2.000-Euro-Kleider aus. Wo ist dein Kleid? Das Kleid ist mir zu unbequem. Schließlich gibt's auch noch eine Hüpfburg, Kinderdisco und Ponyreiten. Letizia, wie ist die Party? Gut. Ist das nicht zu viel? Nee, für mich nicht. Der Höhepunkt der Party steht an. Selina und ihre Schwester bekommen je eine Box überreicht. Der Inhalt, eine rund 12.000 Euro teure Rolex für die 7-jährige Selina. Und eine rund 17.000 Euro teure Hublot-Uhr für die 8-jährige Letizia. Gefällt sie dir? Gut. Und die Farbe? Gut. Partnerlook. Ne? So ist meine Tochter, das gehört zu mir. Und ich bin so froh, dass wir können schon jetzt anfangen, gleiche Uhren zu tragen. Ne? Who wants a watch like this for the birthday? Die Chancen auf so ein Öhrchen stehen für die Kids in diesen Kreisen gut, wie uns der 8-jährige Luxusexperte Max erklärt. Hat Max auch schon eine Rolex? Ja, sogar zu meinem ersten Geburtstag. Er hat zu seinem ersten Geburtstag vom Papa eine Limited Edition bekommen. Das ist so eine PVC-beschichtete schwarze Rolex mit seinen Initialien drin. Was kann man sich da noch wünschen? Einen goldenen Ferrari. Wirkliche Bedenken hat hier nur ein Elternpaar. Ich würde sagen, dass da nach einer Rolex und einem Hublot nicht mehr viel nach oben geht, würde ich ein anderes, also ja, meinem Kind was Kleineres schenken. Man muss den Kindern ja auch was mitgeben, ein Lebensziel mitgeben, ein Gewissen und eine Einstellung mitgeben. Und
Gut, da würde ich jetzt bei unseren sagen, ist vielleicht, auch wenn ich jetzt morgen 100 Millionen im Lotto gewinne, gäbe es auch keine Rolex. Jetzt spazieren eine 7- und eine 8-jährige samt Meerschweinchen und Luxusuhren im Wert von 30.000 Euro über das Grundstück. Mama Svetlana verteidigt das mit einem Satz. Wenn man kann sich das leisten, warum nicht? Das einzig Normale auf diesem Geburtstag ist der Moment, als die mit Süßigkeiten gefüllten Pinatas über den Kids ausgekippt werden. Aber wann müssen sich Selina und Letizia in ihrem Leben wirklich um etwas balgen?